Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück bei The Long Dark in unserem Wohnwagen-Trailer. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo wir das letzte Mal waren, aber ich sehe gerade, wir hatten hier auf jeden Fall ein paar Wölfe. Und nun muss ich erstmal wieder reinkommen. Gut, wir waren das letzte Mal beim Firewatch Tower. Richtig, der zerstörte. Daran kann ich mich noch erinnern. Aber da das der kaputte war, möchte ich jetzt ganz gerne zu dem, der heile ist. Darum trinken wir einen Schluck und dann gehen wir mal auf den Weg, wa? Das letzte bisschen, was hier noch drin ist. So, okay. Gut. Also, da oben sind die irgendwo. Ich glaube, der heile ist, müsste dann beim Bären sein. Also hier hinten. Habe ich das Gewehr auch mit? Ja, habe ich. Wunderbar. 3, 4, 5, 6 Schuss. Sehe ich das richtig? Gucken wir mal, ob das so klappt. Was ist das da hinten? Das sind Steine. Okay. Ein Wolf. Ach, komm schon. Na toll. Komm, stich zu. Komm, jetzt jagen wir den Wolf. So, das Scheißding. Wo ist er? Müssten doch irgendwo Blutspuren sein. Ist er das? Ne, da oben rennt er. Oh, hier sind viele Wölfe. Hier sind sehr viele Wölfe. Du kannst nirgends mal eine Sekunde in Ruhe rumlaufen. Es ist überall irgendwie ein Gegner oder so. Und die suchen dich. Und schon wieder hat uns einer gefunden. Was? Guck, er holt mich einfach wieder. Meine Fresse! So ein Scheiß aber auch. Wieso treffe ich denn nicht mehr? Was ist denn das für eine Kacke? Das fängt ja schon wieder an wie in der letzten Aufnahme. Nein! Oh, toll, meine Hand ist kaputt. Geil. Live bei dir, du dreckiger Hurensohn! Mann! Ich habe jetzt schon wieder keine Lust mehr, ne? Bin ich mal ganz ehrlich. So eine Scheiße, ey. Weißt du, der Kacker da, der trifft uns da. Aber wir schießen daneben. Ich war doch voll drin im Visier. Was ist denn los? Scheiße, ey. Das regt mich gerade echt auf. Ich brauche erste Hilfe, ja, klar. Ah, ey, genau wie in der letzten Staffel. So eine Rotze, ey. Das kann nicht angehen. Zweimal daneben. Wahrscheinlich ist das Gewehr einfach zu... Ja, scheiße einfach. Vielleicht müssten wir das mal ein bisschen sauber machen. Irgendwelche Vögel, ich dachte gerade. Oh, Mann, ey. Oh, jetzt bin ich ja noch im falschen Trailer. Kann's denn doch schlimmer werden? Meine Fresse. Need some first aid. Ja, ist ja gut. Ich bin gerade genervt von dem Typen, weil der scheiße schießt. Gotta stop that bleeding. Oh, ja, Junge. Ist gut. Nein, ich reg mich nicht auf. Alles easy. Ja, komm. Brauchst du noch? Nein. Da. Antiseptikum für die Blutung. So. Need some first aid. Was mache ich denn gerade? Vollhorst. So. Verband anlegen.
So, ist das behandelt? Was habe ich denn da noch gehabt? Wie war denn das nochmal? Nee, Junge, sei doch mal ein bisschen stiller. Infektionsrisiko. Da brauche ich auch Antibiotika und Schmerzmittel. So. Auftragen. Und gegen die verstauchte Hand. Die Tabletten. So, jetzt haben wir keine Leiden mehr, aber uns ist ziemlich was kaputt gegangen. Leute, wie scheiße war das denn? Warum trage ich so viel von diesem Scheiß mit mir rum? Ja gut, 34% das Kackding noch. Ist auch kein Wunder, dass man da nicht trifft. Habe ich ein Putzzeug? Nee, hier ist kein Putzzeug. Hier habe ich auch kein Putzzeug. Habe ich den schon durchsucht? Ja. Scheiß, ey. Merkt man, dass ich gerade ein bisschen sauer bin wegen den Wölfen? Nee, ne? Ich meine, das ist alles vollkommen legitim, ne? Sehe ich auch so. Hier habe ich auch kein Putzzeug drin. Na toll. Also ist mein Gewehr fast im Arsch. Und kein Wunder, dass ich deswegen so behindert schießen kann, nur. So eine Ratte. Warum trage ich denn die Scheiße mit mir rum? Hatte ich nicht letzte Folge alles abgelegt? Fragen über Fragen. Wie viele Schuss habe ich noch? 4. Hirsch. Ja. Ah, Durst haben wir auch. Das heißt, der Typ kann schon wieder reinrennen, weil er was zu trinken braucht. Läuft ja gut. Man sieht, ich bin ein bisschen zu lange raus dafür. So. Aber jetzt bitte. Jetzt ein Wolf kommt. Drehe ich aber durch und mache einen Rage Quit. Ehrlich, da habe ich keine Lust drauf. Außerdem sind hier Blutspritzer, aber die sind nicht von uns. Aber doch, die könnten jetzt von uns sein, weil wir jetzt zurückgelaufen sind. So, ihr Dreckskläffer, wo seid ihr? Hier ist nichts, jetzt sind sie alle weg, wa? So, komm her, jetzt. So, dummes Ding, ey. Stirb. Ich zieh dir das Fell über die Ohren, ey. So, noch einer. Ich rotte euch aus. Dann wird das hier wieder wie im Mittelalter. Gibt's keine Wölfe mehr. Wird kälter. Was ist das da? Ach ja, das ist schon wieder so eine Steinekappe. Ich schaff das nicht, ne? Es ist zu kalt. Es ist einfach zu kalt. Die Scheiße hier, weil mir das nicht mehr angezeigt wird. Und ich habe schon wieder irgendein komisches Leiden. Was habe ich denn jetzt schon wieder?
Ja, die Hände. Also wieder zurück. Can't feel my feet. Na komm, Socken hast du auch an. Bin still. Okay. Ist ein bisschen leise immer noch, oder? Kommt mir das nur so vor? Man hört den Wind doch gar nicht so schön irgendwie. Ich gehe gleich mal ganz kurz in die Option gucken, wie das ist mit der Lautstärke. So. Ich gucke da mal eben kurz in die Option für die Lautstärke rein. Ich bin gleich wieder da. Einen Augenblick bitte. Bis gleich. So, bin zurück. Ich habe herausgefunden, woran es lag. Irgendwie war die Hauptlautstärke runtergedreht und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das zu Beginn gemacht habe oder ob das mit dem Update einfach runtergedreht wurde. Naja, ist ja jetzt auch nicht so wild. Ich habe es jetzt geändert und jetzt können wir weitermachen. So, ich brauche erstmal ein Feuerchen, weil ich mir was zu essen braten möchte. Dazu gehen wir mal hier in der anderen Hütte ans Feuerchen. Ja, das hört sich doch schon besser an. So. Ich hoffe, ich habe alles mit. Ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht sehr gut aus. Können wir eigentlich alles anzünden, weil wir haben 100%, also Feuer machen. Zack, jetzt legen wir noch einen Stock nach. Und dann werden wir mal hier das Fleisch garen. Lecker, lecker. Wir haben auch schon ziemlich was verloren hier. Scheiße. Und das alles nur wegen den beknackten Wölfen. Das ist doch nicht möglich, ey. So, jetzt das Wasser abkochen. Das war sehr knapp, aber wir haben es geschafft. Dann warte ich jetzt, bis es ausgeht. Und ich esse so lange was. Nahrung, Fleisch. Das andere Stück auch noch. Dann was trinken. Dann nehmen wir uns hier die Holzkohle raus. 4 Stück, das ist ganz gut. Und dann legen wir uns mal schlafen, weil mehr hat der alte Tag hier sowieso nicht zu bieten. So, und es wird auch schon wieder dunkel. Wir sind dafür komplett ausgeruht und es stürmt wie Sau. Ja, gut.
wollte irgendwas kaputt machen, ne? Hier die Socken. Ich brauche nämlich Stoff. Ich habe gar keinen Stoff mehr. Da, kaputt. Die ist auch kaputt. Ach, kann man nur noch zerlegen. Kann man die nicht mehr reparieren? Das ist auch nicht mehr so toll, ne? Die könnte man reparieren, wenn man Stoff hätte. Ah, toll. Ich mach mal ganz kurz hier die Socken. Versuche ich mal, ob ich die Handschuhe reparieren kann. Nee, geht gar nicht mehr. Scheiße. Kaputt ist also wirklich kaputt. Alles hat gelitten hier. Die ist noch heile. Ja, die müssten wir mal echt austauschen. Habe ich irgendwas, dass ich da besseres? Arbeitsstiefel, nicht gut. Ah. Besseres habe ich auch nicht. Ah, ist doch wieder toll. Naja, dann ziehe ich mal die Dinger hier an. Besser als gar nichts. Besser als gar nichts an der Hände. Würde ich mal sagen. Mhm. Die soll Wind gut abhalten, ne? Und Nässe. Eigentlich müsste ich das hier anziehen und das und die hier. Weil dann habe ich hier Winddichte und hier habe ich dann Nässe. Hier habe ich den Wässerdichte. Oh Gott, es ist, wie gesagt, es ist wieder diese komplizierte Denkerei. Da bin ich gerade wieder so ein bisschen. Hätte Fahrradkette. Okay, wieder was trinken. Der Typ hat immer nur Durst. Aber das ist bei der Kälte auch ganz normal. So, warten wir mal 4 Stunden. Noch mal 1 Stunde warten. Dann wieder 2 Stunden, 3 Stunden schlafen. Und dann müsste es eigentlich auch jetzt gleich hell sein. Naja, es ist auf jeden Fall Sonnenaufgang. Wieder ein paar von diesen Salzstangen knuspern. So, das sieht ganz gut aus.
Habe ich noch eine Lampe dabei? Ja, habe ich. Gut. Wie gesagt, ihr seht jetzt nicht so viel. Das ist jetzt sehr dunkel. Ich nehme mal kurz hier die Magnesiumfackel, wenn ich schon welche habe. Ich hoffe, dass damit dann auch die Wölfe sich verpissen und nicht so nahe kommen. Denn ich muss ja nicht jeden Wolf abknallen. Ziemlich unheimlich. Durch die Baumstümpfe weiß man nicht, was ist ein Wolf, was ist ein Baumstumpf. Aber noch sieht alles gut aus. Den hatten wir gekillt. Na ja, genau. Verdient. So, was ist das? Ah ja, das waren wieder die Steine. Okay. Die frieren auf jeden Fall nicht so schnell. Das ist gut. Das heißt, es ist recht angenehm heute vom Wetter. Das passt. Eine schöne, klare Nacht. Apropos, was sagt denn die Map? Ah, jetzt kann ich doch reinzoomen. Ich muss nur... Ah, okay. Ja, gut. Zerstörter Turm. Die müssten jetzt hier sein. So, hoffentlich ist der Bär nicht da. Da habe ich nämlich auch keine Lust. Den hatten wir durchsucht, ne? Ja, hatten wir. Nee, das sieht gut aus soweit. Oh, nee, da ist er. Ach du Schande. Der hat sein Gebiet aufgemacht, ne? Looks like a new day is done. Hätte ich gerne Dynamit oder sowas. Was mache ich jetzt? Oh, damit habe ich ihn auf meine Fährte gelockt. Das war dumm. Aber vielleicht kriege ich ihn ja. Habe ich noch einen Schuss. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann bin ich tot. Ich fasse es nicht. Das kannst du. Komm, stopp. Nein! Wenn ich den Witzel noch einmal töte, dann spring ich eingendet aus dem Scheißfenster, Mann. Das gibt es doch nicht! Mein Scheiß-Mongoname macht auf! Drei Schüsse. Und es hat nicht geklappt. Was ist das denn? Drei verfickte Schüsse. Und davon einer in den Kopf. Also Leute, ganz im Ernst. Nee. Komm. Ich starte nochmal neu. Fick dich, Bär. Mami tot. Scheiße, ein Dreck. Kacke hier. Was ist denn los? Warum trifft er denn auch nicht? Das waren drei Schüsse. Gut, einer war ein Arsch. Okay, das ist jetzt nicht so tödlich, aber drei Schüsse. Einer in der Schulter,
Eine in den Arsch und eine in den Kopf, wohlgemerkt. Das habe ich gesehen. Aber das Spiel senkt sich so. Nope, no chance. Mm-mm. Es ist doch einfach zum Kotzen. Leckt mich, Leute. In der nächsten Folge mache ich nochmal von vorne. Weil jetzt, ehrlich gesagt, das raubt mir gerade ein bisschen den Spielspaß. Ja, und macht mich sauer, dass ich nicht mehr sprechen kann. Es raubt mir den Spielspaß, dass ein Kopfschuss jetzt einfach nicht tötet. Ja, komm, verblute. Ist mir egal. Nee. Ich mache hier eine Pause. Ich starte das nochmal neu. Das ist mir zu doof. Aber schon mal danke fürs Zuschauen. Das war behindert. Tschüssi. Hey, dieses Stück Scheiße, ich hab die Schnauze voll, Mann.